In diesem Video möchte ich unterschiedliche Wege aufzeigen, wie man selbst erstellte H5P-Interaktionen in der Mediathek mit oder ohne den Einsatz eines Learning Management Systems für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen kann. Als Vorbereitung habe ich in der Mediathek eine Medienliste mit drei Elementen erstellt. Es enthält ein Video aus der Mediathek und zwei H5P-Interaktionen. Diese habe ich bereits mit einem Schülerzugang verknüpft. Die Schülerinnen und Schüler haben normalerweise zwei Möglichkeiten, um zur Medienliste zu gelangen. Entweder notieren sie sich die EDU-ID, welche die Lehrkraft aus den Schülerzugängen für sie bereitstellt, dann können sich die Schüler in der Mediathek mit dem Schülerzugang anmelden. Oder sie scannen den bereitgestellten QR-Code und gelangen sofort auf ihrem Mobilgerät zur Medienliste. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wenn wir mit der Maus über dem QR-Code schweben, erkennen wir den Link, welcher hinter dem Code verborgen ist. Leider lässt er sich so nicht kopieren, aber es steht gleich aufgebaut und besteht aus drei Teilen. Erstens das Zielsystem Mediathek mit der bekannten Adresse sh.edupool.de, einige kryptische Übergabeparameter, die aber auch stets gleich sind, und die EDU-ID selbst. Hier die gesamte URL. Ganz wichtig dabei, es dürfen keinerlei Leerzeichen vorkommen. Diesen Link könnte man auch in It's Learning oder in einem anderen LMS bereitstellen, per E-Mail weitergeben und so weiter. Es ist kein Login mehr nötig, Link anklicken und Spaß haben. Kann ich mit diesem Link auch den Lernfortschritt erkennen? Nein, auf diese Weise nicht. Wer das unbedingt möchte, muss einen anderen Weg gehen und die eigenen H5P-Aktivitäten in ein LMS überführen. In der Mediathek bearbeiten wir dazu unsere selbst erstellten H5P-Dateien. Bei den Anzeigeoptionen aktivieren wir Toolbar unter dem Inhalt anzeigen und erlaube den Download des Inhalts. Das Speichern bitte nicht vergessen. Nun erneut auf Bearbeiten klicken und ganz oben Ansehen auswählen. Nach unten scrollen und Wiederverwenden anklicken. Es erscheint ein Dialog. Dort wählen wir Download als H5P-Datei aus und speichern diese Datei auf unserem Gerät. Falls Sie Moodle verwenden, können Sie die Datei einfach in Moodle als H5P-Aktivität einbinden, denn H5P ist bereits vollständig in Moodle integriert. Klicken Sie die Option Hochladen an und wählen Ihre von der Mediathek heruntergeladene Datei aus. Für It's Learning müssen wir einen anderen Weg gehen. It's Learning kann zwar noch keine H5P-Dateien verarbeiten, aber es kann mit Inhaltspaketen nach dem internationalen Standard SCORM umgehen. Das funktioniert mit dem kostenfreien Tool mit dem Namen Lumi. Die Download-Adresse für Windows, iOS und Linux lautet lumi.education. Installieren Sie das Programm und laden Sie sich zu Beginn die Inhaltstypen herunter, welche Sie benötigen. Am besten ist es allerdings, wenn Sie gleich alle herunterladen. Dann öffnen Sie die H5P-Datei, welche Sie von der Mediathek runtergeladen haben, und klicken dann auf Datei exportieren. Wählen Sie jetzt die Option SCORM aus. Den Schalter Rechte und Berechtigung anzeigen deaktivieren wir. Mit Jetzt exportieren wird die SCORM-Datei erzeugt. Es handelt sich um ein ZIP-Archiv. Der Hinweis H5P erfolgreich exportiert erscheint. Nun gehen wir in einen It's Learning Kurs und wählen den Reiter Ressourcen aus. Dort klicken wir das grüne Pluszeichen an, scrollen ganz nach unten und wählen Inhaltspaket importieren aus. Wir laden die von Lumi erzeugte ZIP-Datei hoch und wenige Klicks weiter steht uns die H5P-Aktivität in It's Learning zur Verfügung. Auch die Schülerrückmeldungen werden von It's Learning erfasst.